Guten Tag zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica. Und ja, ihr seht, ich bin nicht zu Hause. Wer hätte es gedacht? Ja, ich bin mich ein bisschen hier mit der Motte unterwegs. Ich hatte ja eben, oder beziehungsweise, was heißt eben? Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich ja für dieses Modul, für dieses Modifizierungsmodul, dass ich da noch anscheinend diese Fragmente brauche. Deswegen habe ich mich mal ein bisschen auf den Weg gemacht, ein bisschen rumgeguckt und ich dachte mir, bevor ich jetzt groß in der Folge rumsuche, schaue ich erstmal. Und das hat sich auch gelohnt, denn ich habe hier tatsächlich auf der Ecke, da waren wir nämlich schon mal mit den ganzen Diamanten und sowas, da habe ich tatsächlich Fragmente dafür gefunden. Gut, ich finde hier immer noch Terraformer-Fragmente, die ich alle nicht mehr brauche. Alles nicht so prall, aber nichtsdestotrotz scanne ich die natürlich mit. Und ein bisschen Gold nehmen wir natürlich auch mit. Und ich brauche hier, glaube ich, auch nur noch ein Fragment. Ich glaube, 2 von 3 habe ich schon für dieses Modul. Und dann schauen wir mal. Ich habe auch noch ganz interessante Sachen herausgefunden. Erstmal weiß ich jetzt mittlerweile auch, wo man Magnetit findet. Oder was heißt, wo ich Magnetit finde. Magnetit als solches habe ich noch nicht gefunden, aber ich weiß jetzt zumindest, wie es aussieht. Und ganz grob, wo ich es finden kann. Da muss ich allerdings auch nochmal konkret gucken. Bleib hier. Was bist du überhaupt? Alu? Bist du Alu? Nochmal kurz gucken. Nicht, dass ich hier gleich wieder abrauche. Schaffe ich das? Ach komm. Keine Gefahren eingehen. So. Was wollte ich sagen? Magnetit, weil Magnetit brauche ich ja für diese Wärmegeschichte. Für dieses Wärmekraftwerk. Die brauche ich auf alle Fälle. Guck mal, hier haben wir nochmal wieder zwei so eine Fragmente. Die schauen wir uns mal an. Gucken. Terraformer. Ah, da muss ich jetzt. Mir fehlt ja nur noch eins. Für dieses Modul. Oh, da muss ich aufpassen, dass mich wieder so ein Viech. Jolt. Dann war noch so ein Fragment, das schauen wir uns mal an. Da sind wir schon wieder bei 30% Wasser, da müssen wir auch mal gucken. Stasegewehr. Oh, ich krieg dieses Stasegewehr. Ich krieg das nicht gescannt. So, jetzt. Es muss doch hier irgendwo noch so ein Ding zu finden sein. 2 von 3 habe ich schon. Wow. Muss ich gucken. Oh, erstmal zur Motte. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard. Schade, dass man das hier von hier draußen nicht sehen kann. Da sind natürlich auch wieder mehrere so eine Dinge hier. Dass man hier jetzt nicht schon sehen kann, was das ist. Das wäre schon mal sehr, sehr geil. Weil ich weiß nicht, wie aggressiv die kleinen Viecher sind hier. So, ich nutze jetzt einfach mal die Zeit. Was bist du? Schubkarbonfragment. Ich glaube, dich hatte ich auch schon. Scanne ich dich mal ab. Mal schnell wieder rein. Damit ich flüchten kann. Was? Da siehst du, da ist er schon am Angreifen hier, die Saudi. Na, warte mal ab. Irgendwann kann ich mir, glaube ich, hier mit dem. Mit der Motte nämlich noch Raketen oder sowas ausrüsten. Und ich habe ja dann auch eine Schubkanone. Die habe ich jetzt übrigens auch freigeschaltet. Habe ich zwar noch nicht gebaut, aber ich denke mal. Das ist schon mal gar nicht so uninteressant. Und dann habe ich noch so ein rundes Teil gefunden. Das ist für den Zyklopen, so ein Antriebsteil. Da muss ich mal sehen, ob ich damit noch irgendwie was machen kann. Da stand dann aber auch irgendwas mit Fragment. Also muss ich da wahrscheinlich wieder mal... Muss ich da wahrscheinlich auch wieder mal gucken. Und ich finde dieses komische... Na, hier sind natürlich auch einige Fragmente. Muss man gucken hier. Vorsichtig sein. Was haben wir hier? Energietransmitterfragment. Ah. Das nehmen wir doch mal mit. Da war doch noch andere Fragmente hier auf der Ecke. Die würde ich mir auch mal ganz gerne geben.
Wow, das hört sich nicht gut an. Nee, das hört sich gar nicht gut an. Aua. Oh, hier müssen wir aufpassen. Wir sind bei 61%. Nicht, dass uns das Viech hier noch gleich zerlegt, sonst sind wir fällig. Wo waren jetzt noch die anderen Fragmente? Ja, wir müssen hier oben mal gucken. Energietransmitter, das heißt, wir müssen hier mit dem Zyklop mal hin. Ich glaube, es wäre auch mal gesund, wenn ich mal nach Hause gondel wieder. Das ist aber. Hier ist Magnetit, guck mal. Da ist Magnetit. Da ist Magnetit. Guck mal, diese roten Dinger hier. Magnetit. So, jetzt muss ich mal eben gucken, wie das hier irgendwo so ein Viech ist. Magnetit. Ein Hoch auf Magnetit. So, dann machen wir, gehen wir mal schön heran. Ja, herrlich. So sieht Magnetit aus. Sieht man wohl hauptsächlich an irgendwelchen... ja, ich weiß nicht, Vulkan, kann man das sagen? An irgendwelchen großen Bergen, hatte ich gelesen als Tipp, dass man die dort findet. Gezeigt wurde dann auf dem Bild, auf so einem Screenshot, einfach mal so ein großer Vulkan. Aber ob das jetzt unbedingt ein Vulkan ist, das weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Seemotte einsteigen. Ich will da rein. So. Aber wir müssen schon gucken. Das ärgert mich jetzt so ein bisschen. Mir fehlt jetzt, glaube ich, nur noch ein Fragment oder so. Mir fehlt nur noch ein Fragment, dann kriege ich... Wir können mal aufsteigen. Mir fehlt nur noch ein Fragment und dann habe ich vielleicht ja schon dieses Modifizierungsmodul. Da fällt auch so ein Ding durch die Gegend. Dann können wir das mal ein bisschen scannen hier. Wo fällt denn das runter hier? Da. Hallo? Terraformer. Terraformen will ich ja gar nicht. Das habe ich ja schon x-mal. Auch wenn das Material gibt, das ist ja alles gut und schön. Aber ich will dann ja auch irgendwann mal fertig werden. Auch Terraformer. Na gut. Nehmen wir auch das noch mit. Da ist auch nochmal Magnetit. Ich würde mal sagen, ich nehme das so viel mit, wie ich tragen kann. Denn ich weiß nicht, wie oft wir das nachher brauchen. Ich weiß, dass wir Magnetit auf Inventar voll, na toll. Dass wir Magnetit auf jeden Fall brauchen für die... Warte mal, wir könnten... Wo sind wir denn? Ich habe auch Kleider... Oh. Ey! War natürlich wieder klar, dass ihr hier rumgeistert, jetzt wo ich hier wieder mal so ein Modul gefunden habe. Ich habe auch nur 35%. Hey, hör auf! Aber hier ist ordentlich Magnetit. Emergency. Severe dehydration detected. Seek fluid intake immediately. Ah, na gut. Komm, weißt du was? Bevor wir jetzt hier Probleme kriegen, werde ich mal lieber wieder nach Hause gondeln. Ich habe zwar was zu trinken dabei, aber obwohl wir könnten natürlich mal hier ein sicheres Gewässer, Insel. Ich wusste, dass es Inseln gibt, aber ich hatte nie so ein richtig... Nie so richtig einen Hinweis, wo es denn hingeht. Müssen Vieh. Oh, da muss man aufpassen. 7%. So, geh nochmal drauf, du Vieh. So. Ist noch irgendwas? Ist ja krass. So, ich muss erstmal was trinken. Ich hatte was zu trinken dabei. So. Ja, ihr seht, ich habe eine ganze Menge dabei. Ich habe also hier noch Magnetit, wie gesagt. Magnetit habe ich dabei. Etc. pp. Also einiges. Das ist ja geil. Und ich habe mich schon immer gefragt, wo finde ich denn diese Scheißinsel auf gut Deutsch?
Aufnehmen Lithium. Da haben wir Lithium. Ach, guck mal an. So weit waren wir gar nicht weg. Das müssen wir uns merken. Also links von der Aurora. Okay. Was bist du denn hier? Ein Knollenbaum. Können wir die scannen? Die scannen wir mal. Gucken, ob wir vielleicht irgendwo einen Vorteil davon haben. Wups. Bulbo Tree. Geil, dann wissen wir jetzt auch schon mal, wo wir massig schön Lithium finden. Das ist schon mal sehr fein. Da ist nichts. Lithium haben wir ja hier. Können wir sowieso nicht aufnehmen. Gut, wo ist meine... Wo ist denn meine Motte? Wir könnten natürlich noch mal... Wir haben jetzt ja genug Wasser... Dass wir noch mal zwei, drei Fische noch mal mitnehmen. Ach, sieh mal eine an. Ich meine, gut, ich habe damit ja nicht gerechnet. Ich habe jetzt hier nicht groß rumgeguckt. Mensch, dann haben wir hier eine Insel. Das ist ja geil. Das ist ja witzig. Müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwas machen können oder ob es einfach nur so eine Insel ist. Ob wir hier noch irgendwas Spezielles... Ob wir hier noch irgendwas Spezielles machen können. So, aber ich hätte natürlich am liebsten noch hier dieses Fragment für diese eine, für dieses Modul noch. Ich weiß jetzt auch nicht konkret, wo ich hier angegriffen hatte. Was haben wir da oben noch? Achso, okay. Grafikfehler. Sah gerade aus, als wenn da irgendwas drin gesteckt hatte, aber... Okay, interessant. Da haben wir auch nichts. Keine Fragmente. Weil das wundert mich nämlich so ein bisschen. Ich habe hier ja... Bin hier schon öfters herumgefahren. Und habe hier aber nie irgendwas gesehen. Das fand ich so ein bisschen komisch. Guck mal, da ist noch so ein Fragment. Können wir mal gucken. Müssen wir aufpassen. Hier oben sind dann wieder diese Blutsauger. Ja, geil. Seemotten-Modifizierungsstationsfragment. Jawoll. Und freigeschaltet. Sehr cool. Siehst du mal. Und schon zack. So, ich muss jetzt mal nach Hause. Weil ich muss hier meine Motte reparieren. Ich muss noch ein bisschen was essen. Ich könnte natürlich nochmal... Oh, guck mal, hier sind auch so viele Fragmente. Das Blöde ist, ich habe jetzt natürlich keine, leider keine Sonde dabei, beziehungsweise keine, so eine Boje. Sonst hätte ich das nämlich schön markieren können. Oh Gott, das ist wieder so, nein, das ist wieder so ein großer, das ist gar nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Von dem halten wir uns mal gau fern, weil der ist mir nämlich ein bisschen, nein! Bisschen zu krass. Lass mich los. Lass mich los. Lass mich los. Lass mich los. Ach. Ach, komm, lass mich, das war's. Scheiße. Haben schon wieder eine Motte kaputt. Ja, nun ist gut. Ich hab 0%, ich bin tot. Hallo? Hallo? Ja, ich bin kaputt. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Warum sterbe ich nicht? Ich habe null. Da, hier, ich habe 0%. Ah, jetzt hat er es kapiert. Oh Mann, wahrscheinlich habe ich jetzt... Ja, ist natürlich wieder alles weg, ne? Oh Mann, ey. Übrigens habe ich das Material noch für das Modifizierungsmodul. Ah, aber trotzdem ist wieder alles weg. Aber nun gut, wir haben die Insel gefunden. Wir wissen jetzt, wo es Magnetit gibt. Also können wir da auch da weiterarbeiten. Das ist schon kein Problem. Ich würde mal sagen, zwei Computerchips und dann brauchte ich, glaube ich, noch Titan, wenn ich mich jetzt nicht irre. Schauen wir mal. Zweimal Titan. Seemottenmodifizierungsstation. Zweimal haben wir die jetzt drin. Why? Warum? Warum dies? Na egal. Gut, wir brauchen zweimal die Dorn. Und dann gehen wir mal hier hinüber.
Achso, in die andere Richtung. Wir waren ja schon richtig, deswegen habe ich sie extra da hingebaut. Modifizierungsstation. Mal gucken, wo wir die bauen können. Ach ja, wir haben ja keine. Wo können wir die denn setzen? Die müssen wir doch hier irgendwie irgendwo setzen können. Wir sind doch hier richtig in der Andockbucht, oder nicht? Halt! Da stand doch irgendwas. Da war doch eben grün. Scheiße, wo war das? Ich hätte jetzt gedacht, dass er irgendwo an der... dass man den hier irgendwo an der Stirnseite so bauen kann. Aber irgendwie will er den nicht so, wie ich das will. Oder dass man die hier irgendwie baut. Oder so, hier oben. Oder muss ich den da oben irgendwo hinsetzen? Dass er von der Decke hängt. Das ist aber auch irgendwie nicht so ganz richtig. Und hier unten wahrscheinlich auch nicht, ne? Da vielleicht irgendwo hin so. Was steht da dran? Auch nicht wirklich was. Mir hat er doch eben noch grün angezeigt. Warum zeigt er mir das jetzt nicht mehr an? Ich hätte ja gedacht, dass man den hier irgendwie oder irgendwo hier mal so ranfriemeln kann. Oder liegt das daran, dass ich jetzt keine Motte drin habe? Das kann aber eigentlich auch nicht sein. Ja. Motte. Muss doch hier irgendwo rangehen, oder nicht? Da oben, kann ich da oben irgendwas ransetzen oder was ranbauen? Ich hätte jetzt gedacht, dass man die hier vielleicht irgendwie so ranbaut, oder? Auch nicht wirklich. Nun gut, das muss ich dann also auch wieder mal rausfinden. Obwohl, das finde ich echt merkwürdig. Ich hätte echt gedacht, dass man die hier irgendwo so... oder dass man hier vorne so... da sind ja so eine Klappen dran vielleicht, dass man die hier irgendwie so ranbaut oder so. Was war das gerade? Warum hat er mir das... okay, das war schon richtig. Ist aber auch merkwürdig, dass sie die gleich zweimal hier drin haben. Energietransmitter. Power Transmitter Blueprint. Das haben sie auch erneuert. Also das konnte ich vorher doch craften. Das hatte ich doch auch schon mal fertig gemacht. Solar Panel Blueprint. Das war vorher auch noch nicht. Das konnte man einfach so bauen. Das die haben also alles verblueprintet, wenn man das so sagen kann. Also alles hier so ein bisschen. Brauche ich dafür auch überall Blueprint? Nein. Locker Blueprint. Aquarium Blueprint. Sign Blueprint. Locker Blueprint. Also das hatten wir sowieso. Okay, Modifizierungsstation, das war sowieso schon vor mit Blueprint. Alles doppelt hier, seht ihr das? Bench Blueprint. Also ich kann auch eine Bank nicht mehr bauen. Picture Frame Blueprint kann ich auch nicht mehr machen, muss ich finden. Okay. So, ich möchte jetzt hier irgendwie, möchte ich hier mal diese Drecks-Scheiß-Ding mal anbauen. Wie kriege ich denn das hier? Von unten? Nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass man hier von unten anmontiert. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Oh ja, ist ja gut. Ja, irgendwie bin ich jetzt gerade so ein bisschen, ein kleines Stückchen ratlos. Finde ich merkwürdig. Finde ich merkwürdig, dass ich hier nirgendwo dieses Seemotten-Dings hier bauen kann. Ich hätte jetzt gedacht zu hier, weil guck mal, hier ist es schon so abgegrenzt und... aber du kannst es hier nirgendwo, kriegst du hier
was Grünes angezeigt. Als ich hier vorne längs marschiert bin, da habe ich was Grünes angezeigt gekriegt, hier so. Und das sind ja auch die gleichen, oder nicht? Also wenn ich jetzt, egal was ich jetzt nun hier anzeige. Da muss doch hier irgendwo rangehen. Oh, da war es schon wieder. Habt ihr gesehen? Da war es schon wieder. Als ich mich hier so reingedreht habe. Erst zeigt das an, dann zeigt das wieder nicht an. Ich finde das äußerst merkwürdig, dass das hier irgendwie nicht geht. Ich hätte gesagt, so hier geht das ran. Äußerst merkwürdig. Und jetzt gondel ich hier eine halbe, dreiviertel Stunde rum, weißt du, bis ich dann hier mal was gewonnen habe. Nee, ist mir zu blöd. Pass auf, ich werde mal wieder nach unten gehen und werde mir nochmal eine Motte basteln. Die muss ich mir ja auch mal wieder herstellen. Das ist echt zu lästig. Und wo hatte ich denn meine... Da oben. Aber ich meine, ich brauchte Titan. Und ein bisschen Glas. So, Vehikel. Seemotte, wir brauchen ein Titanbahn, eine Energiezelle, zweimal Glas und Schmierstoff. Schmierstoff muss ich organisieren, aber ist nicht das Problem. Glas brauche ich noch einmal und eine Energiezelle und einen Bahn. Energiezelle, Bahn. Energiezelle müssten wir da haben. Eine Energiezelle und... Ach ne, hier war... Okay, das passt schon. Daraus müsste sich ein Bahn zusammenkratzen können. Eine Energiezelle, die haben wir hier. Glas müsste ich einmal... Habe ich einmal dabei. Wobei ich natürlich jetzt... Na, ich brauche noch Quarz. Ich brauche noch Quarz, weil sonst wird das schwierig. Hier ist auch noch zweimal Quarz, da kriege ich dann noch einmal Glas raus. Ja gut, sonst mache ich mir dann sowieso erstmal eine Seemotte, ist ja kein Problem. So, zweimal Glas, dann habe ich da noch einmal Glas. Titanbahn, das stelle ich mir jetzt mal her. Und Schmierstoffe, das ist eigentlich auch kein Problem. Das kann allerdings sein, dass ich erstmal zu den Ranken erstmal hin muss, bevor ich hier Schmierstoffe kriege. Ein Büschel, waren das schon immer so viele? Behälter wechseln. Schmierstoffe brauche ich dafür. Dreimal, okay. Dreimal Büschel. Aber haben sie das auch geändert? Ich meine, wenn ich mir das mal so angucke. Also ich meine, das waren vorher nur ein Feld. Winde, Ranken, Samenbüschel. Also ich meine, das war vorher nur einmal. Fragen über Fragen. Fragen wir Fragen. So, ich werde da mal rüberschwimmen. Und zwar Richtung Quarz-Diamanten da hinten. Weil da waren ja diese Winderanken. Auch wenn ich jetzt quasi zu Fuß in Anführungszeichen unterwegs bin. Also die haben anscheinend wieder so ein paar Kleinigkeiten geändert. Und ich bin mir so ziemlich sicher, dass es sonst nicht für alles Blueprints gab. Habe ich da persönlich kein Problem mit, aber ist natürlich schon ein bisschen merkwürdig. Was haben wir denn hier Schönes? Ach, Salz. Stimmt, die haben sie ja auch gerne. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus, Salz. Und da ist natürlich wieder so ein fieses Vieh. Und haben wir hier... Ach nee, das Messer brauche ich ja gar nicht. Pflücken könnten wir hier gar nicht mal was. Ja, da müssen hier natürlich wieder mal rumschwirren. Ne? Da, wo ich pflücken will, da schwirrt dann so ein Viech rum. Aber ich muss ja eh nochmal ein paar Fischis jagen. Meins. Da stecke ich auch mal gleich ein. Vorsicht gucken. Oh. Nicht, dass mich da gleich einer abfängt hier. Nehmen wir noch so ein Auge mit. Augen sind auch schmackhaft. Warning,
Jo. Und dann holen wir uns erstmal ein bisschen Sauerstoff. Und noch ein paar von diesen Windranken. Aber wenn die natürlich dann jetzt auch plötzlich so viel Platz einnehmen. Haben wir jetzt mal ohne Spaß. Da vorne ist mein U-Boot. War das schon immer denn auf der Ecke? Fragen wir Fragen. So, dann schwimmen wir wieder nach unten. Und holen uns mal ein paar von diesen netten Dingern hier. Von diesen Büscheln. Linksklick. Oder bin ich voll? Bin voll. Dann nehme ich lieber noch zwei Fischis mit. Ich habe eh noch mal Hunger. Komm, komm mal her, du. Und dann nehmen wir den noch mit. Ich weiß jetzt nicht, ob die unbedingt schmackhaft sind, aber ich nehme ihn erstmal mit. Du. So, in welche Richtung müssen wir da hinten hin? Ja, ich hätte dann jetzt natürlich diesen Gleiter nehmen können, aber... Lassen wir es einfach mal. Hauptsache, wir haben jetzt erstmal wieder ein bisschen was für die Motte. Und ich muss mal irgendwie rauskriegen, wie wir diese scheiß Modifizierungsmodul wie wir das bauen können. Ach, siehst du mal, habe ich mich getäuscht. Ich dachte, das U-Boot wäre abgetrieben gewesen, aber das ist ja doch auf derselben Ecke. Das sah nur so halt ein bisschen komisch aus auf der Seite, das, als wenn das ein bisschen zu sehr an der Aurora dran ist, so sah das aus. Ja. Ja, es gibt ja gleich was zu beißen. Kein Problem. So, welcome aboard. Genau. Wir machen uns erstmal was zu essen. Was zu essen. Da kriegen wir natürlich nichts raus. Gekochter Schwebefisch. Mal gucken, wie der schmeckt. Kochen wir gleich alles mal durch, mampfen wir gleich alles auf. Gekochtes was, Auge? Augauge. Gekochter Reifisch. Gut, und das haben wir dann auch. Und dann schauen wir mal, was uns das Schönes bringt. Plus 3, plus 3, plus 10. Und unser Auge ist gut. Ballern wir uns mal alles rein. So, sind wir wieder schön voll. Gut, von den Ranken haben wir auch eine ganze Menge. Heimische Samen mit hohem Ölanteil. Ich muss mal gucken, ob man die nicht auch anbauen kann. Achso, ich wollte ja Öl anbauen. Beziehungsweise Schmierstoffe heißt es ja hier. Schmierstoffe, so. Reicht sogar noch für einmal Schmierstoffe. So, was haben wir jetzt alles? Ich habe da Titan, muss ich noch herstellen. Ein Titanbarren. Titan brauche ich sogar 10, auch 10 mal Titan. Dann brauche ich noch 8 mal. Also 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann machen wir einen Titanbarren. Und mal Gau fertig. So, jetzt müssten wir eigentlich alles dabei haben. Schmierstoffe, Glas, Titanbahn, Energiezelle. Das müsste es gewesen sein. Dachter. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es immer irgendwo anders rumschwebt, das Ding. Dass es mich richtig schön foppen will. Jo, Vehicle. Und die Seemotte können wir machen. Sehr schön. Da machen wir mal das Möckchen. Ich glaube, das ist mittlerweile die dritte Seemotte. Kann das sein? Ich glaube, es ist mittlerweile die dritte. Flups. Sehr schön. Motte Nummer 3, willkommen. Welcome aboard, Captain. So, dann erstmal wieder in die Andockbucht. Ich bin zwar noch komplett voll hier, auch mit Energie und so, aber mal schauen, ob ich dann vielleicht eher mal einen Hinweis darauf kriege, wo ich dann tatsächlich diese Modifizierungsdings hinbauen kann.
Aufrüstung ansehen. Ach so, okay, gut. Aber es bringt mir jetzt momentan eh nichts. Ich muss sowieso noch mal Glas organisieren, beziehungsweise Quarz. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. So, ein letzter Versuch in dieser Folge. Ob wir das hier irgendwo rangetackert kriegen. Zumindest den Blueprint kann man ja auch, könnte man ja theoretisch aussetzen. Gut, ich bin offiziell überfragt. Ich werde, glaube ich, nochmal eine Aufnahmepause, werde nochmal schauen, wo ich das Ding hinbauen kann. Weil irgendwie, also, ein bisschen so ganz koscher ist mir das hier nicht. Aber ich habe hier nirgendwo zweimal so ganz kurz aufblitzen sehen, was Grünes, aber. Ups. Aber irgendwie ist das alles noch nicht so, wie ich das haben will. Egal, wir sind sowieso am Ende einer Folge. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, lasst mir sonst gerne einen Daumen hoch da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ja, dann sehen wir uns auch schon mal in der nächsten Folge Subnautica wieder, wenn der verwirrte Nordisch dann endlich hier dieses Modifizierungsmodul hier irgendwo ranbauen konnte. Insofern, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.